YouTube-Zeichen. Und an dieser Stelle geht es auch für die YouTuber weiter mit Metal Gear Solid. Da, wo wir letzte Mal nahtlos aufgehört haben, wo war das für alle Leute, die nicht bis 4 Uhr Stream geguckt haben, was ich völlig verstehen kann unter der Woche. Wir haben die dritte Hauptstory-Mission fertig gespielt und das war's. Dann haben wir ausgemacht. Das heißt, wir haben noch nichts weiter getan, außer die ersten drei Missionen zu spielen, also den Prolog, die erste Mission und die zweite Mission und sind jetzt quasi in diesem Open-World-Modus. Und das Erste, was mich jetzt an dieser Stelle interessiert, wir können irgendwie irgendwas bauen. Und zwar hier über die Entwicklung in der Mother Base mit Waffen und Gegenstände. Und da habe ich noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir das versucht schon mal ein bisschen anzugucken. Wir haben oben diesen Reiter, wo drin steht Entwicklungsanforderungen erfüllt. Da kann ich wechseln zwischen Nebenwaffe, Nebenwaffe Maschinenpistole, Hüfte, Rücken und Rücken. So, jetzt ist die Frage, wie viele Waffen kann ich denn überhaupt hier mitschleppen? Das sieht ja so aus, als ob ich von jeder Kategorie zwei Waffen mitnehmen könnte, weil ich hier wechseln kann. Da bin ich mir halt noch gar nicht so sicher, weil das Erste, was ich mir jetzt nämlich sonst ansonsten gerne bauen würde, wäre tatsächlich ein Scharfschützengewehr. Und zwar sieht das ja schon mal so aus wie ein Scharfschützengewehr, wa? Sowjetisches 7,62mm Scharfschützengewehr, seit dem Zweiten Weltkrieg häufig eingesetztes Präzisionsgewehr. Der Kammerverschluss sorgt für ausgezeichnete Genauigkeit, verringert aber die Feuergeschwindigkeit. Das heißt, das kostet mich jetzt, wenn ich das richtig sehe, 40.000 GMPs von 470.000, die wir haben. Also eigentlich machbar. So, was ist das denn hier? Das ist ein Sturmgewehr. Ne, ich möchte ein Scharfschützengewehr. So, dann gehe ich jetzt einfach drauf und sage, ich möchte das bitte entwickeln. Eine Nebenwaffe, ein Sturmgewehr und eine Heavy quasi auf dem Rücken. Also ein Scharfschützengewehr und so weiter. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich möchte das haben, kann ich die Betäubungsknarre nicht mehr mitnehmen. Weil dann habe ich die stattdessen, ja, sehe ich richtig. Und wenn ich sage, ich möchte hier dieses Moped haben, kann ich mein jetziges Sturmgewehr nicht mehr mitnehmen. Also ich kann nicht zwei mitnehmen. Verstehe. Was ist mit dem Pinball-Shirt? Ja, irgendwann. Erstmal Ideen sammeln und dann muss ich dazu ja irgendwas erstmal wieder basteln. Das wächst ja nicht auf Bäumen. Da muss ich mich in Photoshop hinsetzen und dann ist eine Woche um. So, ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal... Haben wir denn nicht auch noch hier andere Scharfschützengewehre? Ich gucke nochmal hier oben in diese Liste. Scharfschützengewehr. Das kann ich nicht bauen, weil wir haben ein zu niedriges Entwicklungsteam-Level und ein zu niedriges Sanitäter-Team-Level. Verstehe ich. Und hier fehlt uns auch ein Entwicklungsteam-Level. Also viel, meine ich. Und, hier gibt es 6 Ränge anscheinend und ganz viele Mopeds. Ah ja, hier gibt es Super-Mopeds. Also hier gibt es ganz viel, was man irgendwann mal machen kann, verstehe ich. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich doch als Erstes mal hier dieses Ding in Auftrag. Ich drücke da jetzt einfach mal drauf für 40.000 und sag mal, bau mal. Voraussetzung für Entwicklung. GMP 40.000, wir haben 470.000. Entwicklungsteam-Level haben wir. Ressourcen ausgeben und Entwicklung starten. Entwicklungszeit 0 Minuten. Hier, machen wir. Aber der Stein! Dankeschön! Havel, ich danke dir. Der Havelmann in der Havel-Community, der Moped-Männer. Du passt hier wunderbar hin, mein Guter. Dankeschön, dass du mich damit unterstützt. Und natürlich viel Spaß mit den Emotes. Der so leer vom Havel. Passt schon. Dankeschön. So, wir haben das Ding jetzt hier gebaut. Hurra. Nachschubabwurf anfordern. Please select a drop point. Kostet was? Supplies requested. Ja, 900, aber naja, gut, 900 oder waren es 9000? Na egal. Havel, dankeschön. So, jetzt haben wir hier irgendwas angefordert. Jetzt kommt hier irgendwas mit Amazon Drohnen Express, Amazon Prime Express. Ja, sehe ich das richtig? Irgendwas höre ich. Supply drop complete. Ja. Wo? Ah ja, es kommt. Irgendwo. Da kommt es. Einfach mal abgeworfen. Ey, das ist so geil. Das, finde ich, ist mal richtig edel gemacht irgendwie.
Ja, nicht stehen bleiben, ich weiß, Ragnar. Nachher fällt mir die Kiste auf den Kopf. Das ist so gut. Waffe erhalten. Super, jetzt haben wir hier noch eine Waffe. Au, das ist die Kiste. Das ist so episch. Ich feiere das Spiel gerade so hart, Freunde. Das glaubt ihr mir gar nicht. Es ist so cool. Das ist so cool. Oh Mann, wie komme ich denn hier aus dieser Kiste wieder raus? Ich möchte hier unten bitte mal das Nachtsichtgerät haben. Das ist echt zu brutal gut, Mann. So, was haben wir hier oben? Hier oben haben wir die Waffe. Da haben wir die Waffe. Wo kann ich denn jetzt das Scharf... Ah, da kann ich das Scharfschützengewehr auswählen. Okay, verstehe. Ja gut, hier möchte ich erstmal das haben. Und hier unten haben wir das. Perfekt, verstehe ich. Habe ich alles verstanden. Das heißt... Wir sind quasi im Spiel. Die nächste Sache ist, was wählen wir denn jetzt erstmal aus? Wir haben nämlich hier Missionen. Wir gehen mal zu den Nebenmissionen. Und wir wollen den russischen Dolmetscher rausholen. Wo ist der denn? Da oben. Weil, ich habe mal die Vermutung, der hat ja gesagt, wenn wir das irgendwann übersetzen können, würden wir den Funk von denen verstehen, was wir im Moment nicht verstehen, weil die labern ja eigentlich nur in einer unverständlichen Brabbelsprache. Deswegen russischen Dolmetscher. Rausholen. Markierung setzen. Ja, dann holen wir den Dolmetschermann raus. So, das war das. Wie hole ich meinen Plötze ran? Da hole ich Plötze. Großartig. Santa Muerte, sei gegrüßt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, in welchen Teilen die Kiste überhaupt drin war. Das ist natürlich eine Hommage an die alten Teile. Aber wie gesagt, ich habe die nie so genördet und gesuchtet. Ich weiß es nicht, aber mal gucken, wie wir die Kiste einsetzen können. Ich glaube, wir hatten noch 4 Stück. Man kann diese Kiste auch verbessern, indem man halt einfach sagt, ich möchte da noch ein anderes Design drumrum bauen, dass es halt in die Wüste passt oder in Schneesturm oder ins Wasser oder was weiß ich. Also wie gesagt, auch da können wir noch entwickeln und forschen. Sind auf jeden Fall schon mal Morrel-Männer. Wir reiten hier ziemlich nah an denen vorbei. Ich glaube, ich gehe mal hier durch den Canyon. Denninger! Ja, sage ich ja. Russisch ist ja so eine unverständliche Brabbelsprache. Keine Ahnung. Das Trovje, Wodka, Mir. Darauf beschränkt sich mein Russisch. Da ist eine Blume. Natürlich, also das ganze Spiel ist... Open World, man hat natürlich, wenn man eine Mission ausgewählt hat, einen Missionsparameterraum, nenne ich es mal, wo man drin rumwubbelt. Wenn man allerdings nicht in der Mission ist, so wie wir, können wir uns über die komplette Map frei bewegen. Und es soll, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann. Da, doch kann ich. Ist vielleicht ganz interessant. Für alle, die die digitale Version haben, weiß ich ja nicht, ob ihr digital gekauft habt oder nicht. Ich habe mir ja die Box-Version geholt. Hier, die, ne? Also die aus, muss ich zuhalten, die aus Österreich halt. Und woher ich weiß, wie groß die Gebiete sind, beziehungsweise dass es 2 Gebiete gibt, das kann ich euch zeigen. Da war nämlich eine Karte dabei. Ich hoffe, das sieht man jetzt noch ein bisschen. Ich sehe es jetzt nicht, ob ihr was seht, weil da haben wir einmal Afghanistan. Und da sind halt die ganzen Punkte drauf, was es hier halt in Afghanistan halt gibt. Und auf der anderen Seite, deswegen wurde ich wahrscheinlich schon ein bisschen gespoilert, das andere Gebiet ist Angola Zaire. Und da ist halt nochmal so eine Karte von diesem Ausmaß. Das heißt, das Spiel hat halt 2 große World Maps anscheinend. Und wie gesagt, hier sind halt eben diese ganzen Sachen drauf verzeichnet, wie die ganzen Stützpunkte und wo halt irgendwas ist, wie bei Bobs. Das ist halt der Vorteil, wenn man halt nicht digital kauft, dann kriegt man ab und zu mal auch coole Sachen dazu. Achso, ich hätte ja wieder auf das Pferd aufsteigen können. Wo ist jetzt eigentlich das Pferd? Da hinten. Oh, falsche Taste. Ups, Entschuldigung, verdrückt. Erstmal wieder reinkommen. Die Kisten gab es echt in jedem Teil, Tenninger. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Ich habe gestern, beziehungsweise im ersten Stream gesagt, ich habe halt Metal Gear 1 gespielt. Metal Gear 2, beides auf der PS2.
Metal Gear 3 habe ich nicht gespielt, wegen Wechsel PS2, PS3. Dann habe ich Metal Gear 4 auf der PS3 gespielt. Und das war's. Also ich habe halt nicht diese Portable Spec Ops gespielt oder wie die hießen. Und auch nicht das andere Spiel. Wie hieß denn das jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Peacemaker oder so. Peacemaker War oder was weiß ich, wie es hieß. Das habe ich auch nicht gespielt auf den Mobile Handhelds. PSP oder Vita oder so. Da hinten ist so eine Blume, glaube ich. Und was ich gesehen habe, es gibt wohl für Forschung auch die Möglichkeit, dass wir Tiere rausholen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das machen. Ob wir dafür diesen Fallschirm erstmal aufwerten müssen oder ob wir die mit dem Standardfallschirm rausrubbeln können. Es soll wohl auch was bringen, diese Tiere mitzunehmen. Brutality? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man da salutieren kann und oder muss. Von daher, das weiß ich nicht. Wir waren bis jetzt nur einmal ganz kurz in der Mother Base und haben da diese 5 Leute rausgewubbelt, also das Tutorial quasi. Wie viel Gigabyte? Ich glaube, es sind 27 auf der PlayStation 4 Festplatte. Und irgendwie knappen 500-600 Megabyte Patch wurde nochmal runtergeladen am ersten Tag. Also sowas roundabout 28. Extraction arrived at Mother Base. Da sind auf jeden Fall schon wieder Muppet-Männer. Wie komme ich denn daran vorbei? Das sind 3 Stück. Ja, das sind 3 Stück. Naja, ich ignoriere die mal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie viele Fallschirme ich habe. Komme ich eigentlich rum? Nee, da komme ich nicht rum. Ich muss hier schon irgendwie da oben rum. Was für ein Game ist nächste Woche dran? Ich glaube nicht, dass wir bis dahin Metal Gear durch haben, No Exit. Wir spielen die Spiele immer erstmal durch. Achso, du meinst an den verschiedenen Tagen. Achso, Dishonored kommt als nächstes dann. Also 2 Tage Metal Gear, 2 Tage dann Dishonored. Das ist das nächste Spiel, was wir halt anfangen werden. Dann, das heißt, wir spielen dann halt Dishonored und Metal Gear halt parallel. Ja, diese Woche nur Metal Gear, nächste Woche kommt dann Dishonored noch dazu. Jetzt verstehe ich halt die Frage. Natürlich, wir spielen ja immer 2 Tage, 2 Tage. Kommt das Pferd hier runter? Nicht so wirklich. Snipe die. Wir haben eigentlich ein Sniper-Gewehr, das hätten wir eigentlich mal testen können. Naja gut, aber jetzt sind wir schon irgendwie dran vorbei. Aber beim nächsten Mal hast du recht, natürlich hätte ich die 3 auch snipern können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm gewesen. Ich wollte jetzt nur erstmal die eine Nebenmission machen. Ich weiß halt nicht, ob das zwischen diesen Nebenmissionen halt aufgefüllt wird, die Munition und... Ah, Alter, hier ist der Grand Canyon. Dann gucken wir erstmal, dass wir da hinkommen. Rechts? Ja, stimmt. Man kann sich auch auf dem Pferd verstecken. Da habt ihr recht. Das geht auch. Wie gesagt, da müssen wir halt auch mal schauen, wie das funktioniert. Dass wir einfach da vorbeireiten können. Ob die das gecheckt hätten, das weiß ich nicht. Wenn ich mich halt rechts am Pferd versteckt hätte und vorbeigeritten wäre. Das sind halt alles Sachen, die müssen wir halt erstmal im weiteren Spielverlauf rauskriegen, wie das Spiel halt tickt. Ob das sofort entdeckt wird. Ob die halt denken, oh, da reitet einfach so ein weißer Gaul alleine durch die Wüste und ignorieren uns. Keine Ahnung. Oh, da kommt auf jeden Fall schon mal irgendein Autochen. Was? Was ist das denn? Was? Alter, bist du süß. Was ist das? Dog Pop. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Alter! Das kann's doch nicht bringen! Roger that. We'll pick him up. Alter Schwede! Wir haben das kleine Ding! Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja. Ei, 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 ei.
Okay, die Frage, ob wir Tiere damit wegwubbeln können, ist damit beantwortet. Ja, es funktioniert. Die Frage ist, was uns das bringt. Das habe ich nämlich irgendwo gesehen, um euch das zu zeigen. Wo habe ich das denn gesehen? Und zwar bei Protokoll, glaube ich, war es. Wo war es denn? Nee, Protokoll war es nicht. Dann war es... Da? Da war es nicht. Nebenoperationen. Irgendwo hatte ich das gesehen. Und ich weiß nicht mehr wo. Datenbank, da war's. Enzyklopädie. Hier steht nämlich, stehen die ganzen Tiere drin. Und die kann man wohl halt irgendwie einsammeln. Frag mich nicht, was das bringt. Das ist halt irgendwie ein Collectible. Dass man halt diese Tiere, die man findet, wegwubbelt. Frag mich nicht. Also wie gesagt, da bin ich drauf gekommen, dass es eventuell funktionieren könnte. Sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Ja, ich habe mir halt die ganzen Menüs halt eben vorm Stream nochmal angeguckt, in Ruhe. Was man da halt alles machen kann, weil es ist halt so viel am Anfang, du wirst halt direkt erschlagen mit allem. We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Extraction arrived at Mother Base. Ja, und wir haben nur noch vier von diesem Wupp-Fallschirm. Das haben wir gerade gesehen, oder habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ihr auch drauf geachtet habt. Die Frage ist, ob wir da tatsächlich auch neue bekommen können. Wenn ich sage, ich möchte bitte Ressourcen. Das sind Heilpflanzen, platzierte Waffe, Fahrzeuge. Wie ich sagen kann, ich möchte bitte... Please specify a project. Neue Fallschirme haben. Ob die mir die auch dann per Post schicken. Aber das sieht nicht so aus. Weiß das einer? Also wenn ihr das wisst, das könnt ihr bitte einmal in den Chat schreiben. Es gibt hier diese Fallschirme. Und ich hatte, glaube ich, 10 Stück am Anfang. Habe letzte Mal schon 5 Mopeds evakuiert. Jetzt habe ich den Hund evakuiert. Jetzt, das heißt, ich habe nur noch 4 Fallschirme, um Klamotten aus rausfliegen zu können. Die Frage ist, wie bekomme ich denn neue? Muss ich da jedes Mal zurück einmal in die Mother Base oder kann ich mir die hier auch schicken lassen? Phantomzigarre, Pentazin, das sind diese ganzen komischen Mopeds. Hier, ausgerüstet. Nachschubabwurf. Ja, tatsächlich, ich kann mir neue schicken. 12 Stück. Ah, verstehe. Okay, also kann ich mir einfach neue kaufen. Also besser gesagt schicken lassen. Ja, geht, hab einen Bär per Luftexpress rausgeholt. Alter Schwede. Okay. Und dann auf Nachschub. Was? Menü-Mission? Moment, Menü-Missionen? Nachschubabwurf. Ja, okay, tatsächlich. Waffengegenstände? Oh, ah, da geht's sogar schneller. Ausrüstung anfordern. Kann ich da nochmal spezifizieren, was? Ah ja, tatsächlich. Ah, cool. Hier kann ich dann vielleicht sogar irgendwann solche Packs zusammenstellen. Aha, verstehe. Nein! Munition, Schalldämpfer, da kann ich... Ah, verstehe. Das ist natürlich geil, dankeschön. Okay, cool. Dankeschön. Dankeschön, wieder ein bisschen was gelernt. Ja, wir werden erstmal reinkommen. Ist halt so viel. Fallschirme bekommst du nicht per Nachschub. Du musst erst wieder in die Base. Zumindest wurde es in einem anderen Stream wahrscheinlich gesagt. Testen wir nachher. Testen wir nachher. Batman. Okay, bis jetzt nur ein Moped-Mann, das ist ja nicht die Welt. Was ist nicht wahr?
Muni und Charlie, die sind dabei. Weiß ich jetzt nicht, ob du das auch bezogen hast auf den Fallschirm, ob die Aussage stimmt oder nicht stimmt, dass die nicht kommen. Wie gesagt, das sah zumindest gerade so aus. Wir testen es gleich mal, wenn ich hier die Moped-Männer rausgewubbelt habe. Den sei gegrüßt. Oh, hier ist noch eine Blume. Nein, bei Munition sind auch neue Schirme dabei. Okay. Snipe ihn! Nein, ich will ihn ja gar nicht töten. Ich will ja erstmal, mein Ziel ist es tatsächlich, die Mutterbasis, die Mutter aller Basen, gut aufzurüsten. Wir brauchen halt ein hohes Level an Technikern und Moped-Männern, damit wir die besseren Sachen bauen können. Deswegen, alle direkt zu snipen, das ist halt lethal, also tödlich. Und das muss am Anfang nicht direkt sein, weil, wir die Leute eh noch gebrauchen können für Personal. Deswegen muss dann echt nicht sein. Ja, wenn wir ein paar immer Leben bekommen, wäre ich glücklich. Klar, irgendwann können wir die restlichen dann auch abballern. Aber direkt immer nur auf den tödlichen Weg zu gehen, das muss nicht sein. Wo sehe ich denn die Stats? Die sehe ich ja gar nicht. Bruce an der Stelle. Ich sehe doch jetzt nur, ob das Extrahieren klappt. Ich sehe nicht, wie gut der Typ ist, den ich hier rauspopeln würde. Also zumindest wüsste ich nicht, wie und wo. Wie hat jetzt, ich sehe halt nichts, wenn ich den angucke. Sehe ich auch nichts. Sieht man erst später. Okay. Ja, dann machen wir fertig. Attach the Fulton recovery device to him. The chopper will then pick him up. A Fulton extraction success rate depends. Du musst sein Fernglas verbessern. Stimmt, das kann ich auch machen. Warte mal eben. Ey, wo hat er mich gesehen? Ach, der hat den Fallschirm gesehen, wa? Gucken wir gleich, erinnert mich dran, Fernglas gucken, klar, denn ich kann auch die vorhandene Ausrüstung verbessern. Er hat den Fallschirm gesehen. Dafür. Subject on board. Leave the rest to us. Und der letzte im Bunde. Und ab dafür. So. Side op completed. Durchgeführt. Extraction arrived at Mother Base. Ja gut, dann haben wir den Moped-Mann ja. Gut, wir verstehen sie jetzt und wir können sie befragen. Ja, schon mal sehr geil. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle, muss ich sagen, ist der erste Kritikpunkt, der mir jetzt wirklich aufgefallen ist. Da war niemand drin. Das heißt, wir sind reingegangen und konnten keinen befreien. Das war ein bisschen schade. So, jetzt gucken wir nochmal ins iDroid, wo ich das Fernglas verbessern kann. Entwicklung. Waffengegenstände, Begleiterausrüstung, Hubschrauber. Nein, das wird ja wohl hier sein. Wo kann ich denn hier so ein Fernglas? Müsste hier hinten sein, ne? Da, Inscope. Brauche ich noch eine Stufe für das Entwicklerteam?
Und das kann dann Fernglas mit VR-Layer. Was macht das denn? Steht da, ist das das gleiche? Nee, doch da. Dank zusätzlicher Analysefunktionen können sie herausfinden, welche Fähigkeiten Soldaten Gefangene besitzen und ob sie über Fertigkeiten verfügen. Ah, verstehe. Sehr gut. Dankeschön für den Tipp. Also das heißt, da müssen wir auf jeden Fall erstmal weiter verbessern und dann können wir das machen. Verstehe. Der Soldat war das Ziel. Okay, weil getriggert ist es allerdings erst, als ich in die Hütte gegangen bin. Kann sein, dass er vielleicht deswegen erst mit dem Ding hier nach oben gewubbelt wurde. Weißt du schon, das dauert ja auch immer. So, nächste Mission. Würde ich sagen, machen wir die nächste Nebenmission. Please select a mission. Und zwar holen Sie den Elite-Soldaten raus. Marker placed. Upp, dann haben wir das auch. Dann rufen wir mal Plätze an, würde ich sagen. Im Moment gehen wir erstmal über die Straße. Und rufen dann Plätze an. Und gucken mal, ob wir das so machen können mit den Fallschirmen. So, hier können wir mal nochmal anrufen. So, gehen wir mal hin. Mission, Nachschub. Nachschub für Waffen, Munition etc. Munition, Schalldämpfer. Nachschub für Munition, Schalldämpfer, Verbrauchsgegenstände und Fulltonrettungsgerät anfordern. Kostet? Please select a drop point. 1300 kostet das und eine Blume. Supplies requested. Na dann, das geht ja. Das ist ja jetzt nicht so teuer. Dann warten wir mal, bis das Moped hier kommt. Das ist Open World Undisputed Future, ja. Und die Welt... Supply drop complete. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich war nicht in Afghanistan oder so. Ich kann mir das da aber auch nicht wirklich belebt vorstellen in der Wüste. Klar, ein bisschen mehr Tiere wäre vielleicht realistisch, aber das Ziel ist es ja hier auch, diese Tierchen zu fangen. Weiß ich nicht. Achso, hier fällt einfach mal alles raus. So. Schalldämpfer halt einen überschüssigen Nachschuss. Ah, ja, okay, aber wir haben schon zumindest wieder unsere Mopeds komplett. Gut, wie komme ich hier weiter? Irgendwie muss ich hier rum. Ja, ich weiß, was mit der Meinung, es sieht etwas leer aus, gemeint ist. Also im Vergleich, wenn man mal jetzt Red Dead Redemption als ähnliches Szenario nimmt, stimmt es schon, dass Red Dead Redemption die Welt, die Wildnis, belebter aussah. Also im Sinne von mehr Tiere, mehr Dörfer, pipapo. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht ein zweites Far Cry haben, um es mal ganz überspitzt zu sagen, wo du keinen Meter gehen kannst, weil an jeder Ecke irgendwas passiert. Dann bewege ich mich lieber mal hier ein paar Minuten, wo nichts ist. Und kann mal gucken, ob ich hier... Alter, plötzlich aus der Luft. Ob mal irgendwas hier ist, was ich looten kann, anstatt dass überall Piu Piu Peng 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 ist. Ist so meine Meinung. Also Far Cry fand ich zum Beispiel übertrieben. Das ging gar nicht. Noch kein Frame Drop. Toi, toi, toi. Weiß Wurschtis. Das ist gegrüßt. Seid gegrüßt, du Plural, wegen Wurschtis. Das ist ja auch die Plural. Also, sei gegrüßt, wie auch immer. Freddy is live. Say, boss, you see many animals in the field. Jetzt ist er nicht mehr live. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Okay, das Schaf kann ich nicht extracten. Muss ich das erst hauen? Warte doch mal, du Schaf. Oh, falsche Taste gedrückt. Nein, ich muss das Schaf nicht hauen. Hey, du Schaf! Ich kann das Schaf nicht hauen!
hau drüber, es ist zu tief. Es ist tiefer gelegt. Was ist denn jetzt mit dem jetzt. Ich muss es erst K.O. hauen. Verstehe. Ja dann, scharf ahoi. Da komme ich voll nicht drauf klar. Es geht doch nicht. Herrlich. Herrlich. Stimmt, ich könnte die... Du hast recht, ich könnte tatsächlich die Betäubungspistole nehmen. Ei, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Natürlich, ihr habt recht. Ei, ei, ei. Naja, ich wollte es mit meinen Fäusten betäuben. Handarbeit. Entschuldigung. Das arme Schaf. Das ist völlig verstört. Entschuldigung. Ich bin gut zu Tieren. Wirklich. Ei, ei, ei. Baum verloren, er. Oder ins hier, alter Schwede. Dunkel ist wirklich dunkel hier, stelle ich fest. Ich sehe halt nicht allzu viel. Allzu viel bis gar nichts. Ich reite im Moment noch ein bisschen langsamer, weil ich hoffe, irgendwas noch zu finden, um es einzusammeln. Aber ich sehe halt im Moment hier echt quasi niente. Ich habe keine Ahnung, wofür die halt brauchen, Mann. Die bauen da oben den schönsten Zoo auf der Mutterbasis. Ich weiß es nicht. Danke, Undisputed Future. Dankeschön. Oh, Mann. Ja, wofür das alles gut ist, das müssen wir alles noch rausfinden. Das kann ich euch alles noch gar nicht sagen. Der Tee sei gegrüßt. Oben, ach du Scheiße, hier ist natürlich ein Dorf, ein richtiges Dorf. Was hast du zum Geburtstag bekommen? Oh, da liegt was. Da liegt was. Das sind wieder Diamanten, wa? Ja, nehme ich mit. Oh, boah, ganzes Diamantennest hier. Das hat sich voll gelohnt. So. Na, Jungs, ich mach bei mir weiter. Bruce. Viel Spaß. Ja. Ich gehe mal davon aus, entweder beim selber zocken oder sogar selber streamen. Beim letzteren bin ich mir nicht sicher. Viel Spaß beim selber zocken. Na klar, spoilert euch nicht und spielt selber. Oh, hier hat man noch so ein Ding. Ja, Plötze, Senior. Plötze reloaded. Sei gegrüßt. Und auch nochmal danke, Fraktale. Dankeschön. Und natürlich auch hallo. Dich habe ich jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, das erste Mal gerade gelesen. Hier rüber. Ist ein Bergplötze. Er kann das. Ach ja, ich gebe dir einen Tipp. Nimm am Anfang alles an Soldaten mit, bis du dein Fernglas aufgewertet hast und deren Stats sehen kannst. Dann kannst du immer noch die schlechten aussortieren. Werde ich machen, weil im Moment kann ich ja eh nicht unterscheiden. Von daher, so hatte ich das mir jetzt auch gedacht. Ich werde erstmal alles mitnehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, inklusive Schäfer und Schafe. Und dann müssen wir mal gucken, aussortieren, wie es geht, weiß ich noch nicht. Wenn ich das Fernglas habe, sehen wir es, dann nehme ich die besseren mit von den Stats. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da vernünftig zuweisen können. Ob es nachher dann Überschüssige gibt, dann hauen wir die guten, weiß ich nicht, schmeißen wir über die Bohrinsel und die guten behalten wir. So, wo ist das denn da hinten? Ach, hier ist alles voll. Schon wieder für mich zu viel. Du kommst überhaupt nicht zum Spielen, weil du nur am Looten bist. Großartiges Spiel. Was ist jetzt so passiert? Schau jetzt zum ersten Mal bei Metal Gear rein. Das Ende von Ground Zeroes
endet damit, dass der Helikopter, wo Snake drin sitzt, abstürzt bzw. explodiert. Der Teil hier beginnt damit, dass du 9 Jahre später aus dem Koma aufwachst und umgebracht werden sollst. Du flüchtest aus dem Krankenhaus, triffst deinen Kumpel Revolver Ocelot wieder und beide zusammen sagen sich mehr oder minder, wir retten jetzt nochmal ganz kurz Miller und bauen die Diamond Dogs, quasi die Privatarmee von Snake, wieder auf. Dazu musst du folgende Mission machen und 2 Missionen haben wir bis jetzt halt gemacht. Also quasi Prolog und 2 Missionen und im Moment sind wir in den Nebenmissionen. Das heißt, wir waren 9 Jahre quasi im Koma. Alles ist kaputt, was wir uns aufgebaut haben. Die Welt will uns alle Superschurken töten. Und wir wollen uns dagegen stellen und müssen uns dafür jetzt rüsten und Leute rekrutieren, die Mutterbase wieder, also Mutterbase, tolles Wort, Motherbase wieder aufbauen. Das ist so die Schnellfassung. Ja. Ja, wobei, Ragnar, ich glaube nicht, dass es ja nur Kojima war. Ist er mit seinem kompletten Team abgezogen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, Oktober soll der Online-Part kommen. Und im nächsten Jahr dann für den PC. Der ist halt, glaube ich, noch gar nicht aktiv. Oh, hier sind Blumen. Noch mit. Bis jetzt macht es sehr viel Spaß. Es ist halt sehr komplex. Du musst halt erstmal ein bisschen reinkommen. Diesen Stream geht schon besser von der Hand als den letzten Stream. Sind halt sehr viele Tasten, sehr viele Klamotten, die du halt machen kannst. Relativ komplex, finde ich. Aber wenn du dich dran gewöhnt hast, also mir macht Spaß. Macht bis jetzt einen super Eindruck. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lang das Spiel insgesamt ist. Was dieses Open World hier, die ganzen Pflanzen, das Aufwerten, pipapo, wie gut das nachher im Spielverlauf halt weiter fortgeführt wird oder ob es so ein bisschen verpufft. Ja, muss man halt mal schauen, was man halt eben alles braucht. Ja, da ist das Schaf angekommen. Großartig. Thank you. Herr Kalle! Und Zuschauer von der Kalle, seid gegrüßt und Dankeschön für den Host. Na, ganz ehrlich, Mad Max sah für mich aus wie Ride to Hell. Und das Schlimmste bei Mad Max, was auch bestätigt wurde in den Reviews, der gesamte Kampf besteht tatsächlich aus Viereck drücken und zum Kontern Dreieck. Und du kannst auch keine Kombos dazwischen machen, wie bei Batman, dass du halt sagst, du machst halt ein Schnellgel, ein Schnellbatarang, pipapo. Das gibt es bei Batman halt alles nicht. Der ganze Kampf besteht von vorne bis hinten im Spiel, drücke Viereck. Und das war halt mein Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, das ist doch langweilig, wenn ich nur Viereck drücken muss und ab und zu mal Dreieck. Und genau deswegen wurde halt eben auch von einigen Klamotten halt abgewertet. Der Fahrzeugcombat soll ganz witzig sein, allerdings halt eben der Kampf zu Fuß halt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das ist mir halt keine 60, 70 Euro wert. Das können wir irgendwann mal spielen, wenn es im Nice Price ist. Und habe mich halt für Metal Gear entschieden und... Oh, jetzt noch eine Blume. Ja, wie gesagt, da hatte ich eher den Eindruck, dass das wie Ride to Hell 2 aussah. Ist das Plötze? Ja, wir haben ihn so getauft. Oberquantum, ich habe gerade schon gesagt, hallo an die Zuschauer von Kalle und nochmal danke für den Host. Schön, dass ihr rübergekommen seid. Wir haben gerade angefangen, eine Nebenmission gemacht. Die erste. Extraction arrived at Mother Base. Uah, Bär! Bär. Ah! Bär! Alter, wie viel braucht er denn? Bär kommt. Ah! Der hat Plötze. Alter Schwede! One-Shot-Plötze. Boss, that's a serious injury. It won't heal in a... Ich wurde gebärt. Snake, what? Talk to me! Snake! Snake! Alter!
R1, ja, das kann ich nochmal probieren. Alter Schwede, das war gerade der erste Bär, den wir gesehen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass er A so viel Schaden macht. Und überhaupt, wo bin ich? Ja, ich bin, glaube ich, nicht ganz so weit. Alter Schwede, ey. Kommt einfach mal so ein Bär angerollert. Tödlicher Bär. Ja, und wie gesagt, das, was Erzteufel hat sagt, der Combat zu Fuß in Mad Max. Ich habe es nicht selbst gespielt, nur das, was ich gesehen habe. Ich habe halt so jetzt 2-3 Stunden Streams gesehen. Ist mein Eindruck davon. Wie gesagt, klar, ich habe es nicht gespielt. Von daher, die Spielen können da mehr zu sagen. Ich habe halt nur für mich gesagt, mir ist es halt keine 60, 70 Euro wert. Ich spiele es halt gerne, wenn es irgendwann mal für 30 für PlayStation Plus ist oder so. Dann werde ich mir das auch ganz gerne angucken. Aber wie gesagt, Vollpreis, ganz ehrlich, möchte ich dafür nicht ausgeben. So meine Meinung. Und Metal Gear, wie gesagt, finde ich, sieht halt geil aus. Spielt sich geil. Meine Meinung. Ja, ich glaube, das mit dem Bär ist cleverer, was Tanninger sagt. Vom Boden und Ausweichen. Ich glaube, die gehen erst ab Oktober, Two-Face. Ich bin nicht sicher. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Es wurde gestern im Chat halt gesagt, dass die Server wohl erst im Oktober online kommen sollen. Irgendwie Mitte Oktober für Konsole und nächstes Jahr für den PC. Für was ist die Base eigentlich sinnvoll? Naja, es ist ein Spielelement, was du halt in vielen Spielen hast. Also vergleichbar mit Mass Effect, wo du dein Raumschiff hast. Vergleichbar mit Witcher, wo du deine Burg hast. Vergleichbar mit Dragon Age, wo du deine Burg hast. Du kannst da halt Upgrades durchführen. Das ist das Einzige, was wir bis jetzt im Moment gelernt haben. Du kannst halt Upgrades durchführen. Du musst Leute dahin karren, die für dich arbeiten, Sachen entwickeln, forschen. Diese Tiere kannst du dahin schicken. Die Blumen werden zu Pillen verarbeitet. Das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Und zwar kannst du hier Pillen bauen. Ne, da war es nicht. Dann war es hier in der Entwicklung. Please. Und zwar machen diese Pillen verschiedene Klamotten. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Hier waren die nicht. Hier waren die auch nicht. Doch hier. Da gibt es dann verschiedene Pillen. Also wie zum Beispiel spezielle Heilpflanzenmischung mit entspannender Wirkung. Unterdrückt für kurze Zeit das Zittern der Hände beim Zielen. Dann gibt's Noctulazin, spezielle Heilpflanzenmischungen, die das Bewusstsein schärft. Für kurze Zeit sind die Nutzer der Anwesenheit in der Nähe befindlichen Organismen bewusst, ohne diese vorher markiert zu haben. Acceleramin, Reflexmodus wird verbessert. Also du kannst dann halt eben so Pillen erforschen, wenn du die entsprechenden Voraussetzungen halt hast. Ja, und da kannst du halt, das kannst du alles über diese quasi, über diese Mother Base machen und das wird dir dann halt per Helikopter halt in die Kampfzone geschickt oder du kannst es direkt auf der Bohrinsel halt abholen. Aber ja, es gibt halt super viel. Wir sind gerade auch beim Starten, habe ich es gesehen, 2% im Spiel und haben es halt 4-5 Stunden bis jetzt gestreamt. Also das heißt, da werden noch super viele Klamotten wahrscheinlich kommen. Stack. In einem Blau, was ich wieder sehr schlecht lesen kann. Du wirst dieses Spiel wahrscheinlich auch spielen können wie nicht Open World. Also das heißt, du gehst halt quasi in die Mission. Gehst halt in die Missionsliste und wählst hier nur die Hauptdinger aus. Und wie du siehst, wird da ein Kästchen um einen Bereich gelegt bei den Missionen. Das ist dann der Missionsraum. Wenn die Mission gestartet ist, darfst du diesen Missionsraum auch nicht mehr verlassen. Das heißt, du wählst die Mission aus, gehst dahin, startest die und kannst quasi den ganzen Rest drumherum ignorieren. Ja, ob das dann mit den Upgrades klappen wird und ob du diese Upgrades zwingend brauchst, damit das Spiel halt machbar ist, das kann ich dir nicht sagen. Ja, mag halt sein, dass du vielleicht für die 8. Mission einen Raketenwerfer brauchst, den du halt erstmal erforschen musst. Hast du es nicht gemacht, wird die Mission vielleicht bumm schwer. Das sind alles Sachen, das weiß ich noch nicht. Wir müssen hier über den Canyon. Das sieht schon mal gut aus. Wofür die Tiere sind, das steht da noch nicht. Wie gesagt, ich habe das nur im Protokoll gesehen, dass es die halt gibt, was man damit machen kann. Ob die verwurstet werden, im wahrsten Sinne des Wortes, für lecker Steak. Oder ob da ein Zoo draus gebaut wird auf dieser Bohrinsel. All das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, so weit.
Ich bin abgestiegen. Was? Jetzt habe ich nicht gelesen. Was hat er gesagt? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Erstmal haben wir hier einen Tipp mit Wildtieren. Wildtiere direkt fangen, indem sie im Fall von klein bis mittelgroß sind, mit der Betäubungspistole ruhig schnell oder per Fulten rausholen. Haben sie außerdem zu fangen, indem sie Unterstützungswaffe Fangkäfig aufstellen. Die Unterstützung holt gefangene Tiere automatisch ab. Alter Schwede. Heilpflanzen. So, wo war jetzt das Protokoll? Ich wollte wissen, was der gesagt hat. Das habe ich nicht verstanden. Nee, das war alles nicht da. Wo denn? Ja, dann möchte ich bitte das und möchte bitte das. Antippen, Kamera wechseln. Kann ich damit nicht zoomen? R1 antippen. Ah ja, das ist schon mal besser. So, Captain Moppet, man ist weg. So, wie kommen wir jetzt da hin? Ah, da ist noch einer. Ja, natürlich! Top-Typ! Dürfte ich vielleicht erstmal markieren? Wo ist denn der Wutz hin? Wie sehen die mich denn bitte auf 500 Kilometern im Dunkeln? Eieiei. Das ist eine Nebenmission, die wir gestartet haben. Die, ich weiß gar nicht, was wir da machen sollten. Ich habe gar nicht geguckt, ich Depp. Ich hänge fest. Haben die mich denn gesehen? Achso, und die Mission heißt, für alle, die das jetzt nochmal kurz wissen wollen, Nebenmission. Nein, nicht alle Missionen, wir waren bei Nebenmission, nicht Depp. Nebenmission. Da. Holen Sie den Elite-Soldaten raus. Der wird da oben bewacht. Die Frage ist, wie haben die mich gesehen? Warum vor England? Terrorismus minus 10, aber warum? Ja, aber warum? Wo sehen die mich denn? Ja, aber mit Schalldämpfer gibt's doch gar kein Mündungsfeuer, oder? Also. Frage ist, ob ich hier so rum überhaupt hochkomme. Oh, da ist einer. So ein Walker. Der walkt da so rum. Was soll er mal machen? Ich gehe mal hier oben hin. Ich habe aber gar keinen Schalldämpfer drauf. Okay, also das Argument lasse ich gelten. Ich habe keinen Schalldämpfer auf der Waffe drauf. Dann kann man das Mündungsfeuer natürlich sehen.
meinem Pferd. Der sprengt mein Pferd in die Luft. Da ist noch einer. That's the target. Okay, leise. Und erledigen. Ja, alles gut, wir holen dich raus. Auch wenn du gar nicht willst, aber wir holen dich trotzdem raus. Und ab dafür. Side-op completed. Extraction arrived at Roger base. Oh. Warte, ist ja gar nicht so leicht damit zu schießen. Also stationäre Ziele geht, bewegliche, ich muss weiter vorhalten. Oder habe ich zu viel vorgehalten? Weiß ich gar nicht. Und die Frage ist, wo sehe ich denn, ob das besser ist? Das hat einen Schalldämpfer. 421, 619. Wo sehe ich denn, wie gut die Waffe wäre? Das erkenne ich nicht, ne? Was ist denn, wenn ich die jetzt nehme? Gut, auf jeden Fall haben wir die Mission geschafft. Warum hänge ich die Leichen an einem Ballon? Weil ich das will. Kasori, komm gut ins Bett, Rico. Er ist da hinten wieder im Dorf. Ja gut, der ist da hinten im Dorf, der stört mich nicht wirklich. Und machen wir über den, der hier rumstreunert. Ja, die Frage war eher an der Stelle General Klings, ob ich, wenn ich die aufnehme, kann ich den hier tragen? Ach, den ich erschossen habe. Die Frage ist eher, wenn ich die aufnehme, ob die dann zur Verfügung steht im Arsenal oder ob das keine Auswirkung macht. Er kommt hier hoch. Der Typ ist voll klug. Kann er nicht hinziehen. Das ist viel schlimmer. Kommt er nicht hin. Also gut, er ist nicht... Ah! Gehört, wie ich runtergefallen bin. Ab dafür. Ich feiere das immer noch, das ist so gut. So. Dann. Mission. Was haben wir denn? Was haben wir denn noch offen? Missionsliste. Please select a mission. Genau, das heißt, wir haben nur noch Hauptmission.
Please select a mission. Wir sind da oben. Ja, dann bleiben wir doch direkt hier. If we're going to expand Mother Base, we need more manpower. Not just for combat roles either. R&D, the support unit, intel, each demands a different set of skills. If we want to achieve what we've set out to do, Diamond Dogs has got to get stronger. There's a Soviet engineer I want to have join us. He was the one who built your prosthesis. With him on our side, who knows what sort of enhancements he'll come up with for it. He tried to defect but didn't make it, and now he's being held prisoner at Wuxin Barracks. Find this engineer and get him out. Having him on our R&D team will go a long way to helping Diamond Dogs grow. Mission annehmen? Jawohl, ja. Mission accepted. The map has been updated. Da ist noch einer. Auf jeden Fall der Schwert. Besser als ich gedacht habe. Ach, das ist wieder der komische Walker, ne? Der Texas Runner. Walker Texas Runner. Nee, also ich hätte gedacht, ich komme deutlich schwieriger rein und es macht mir weniger Spaß. Aber ich muss sagen, es ist richtig gut geworden. Richtig gutes Spiel. So, jetzt müssen wir da irgendwie hin. Wo war denn die Brücke? Das ist mir ein bisschen doof mit der Brücke. Ja, nämlich jetzt haben wir hier nämlich das Ziel. Hier. Und da müssen wir Missionsstartpunkt irgendwie hier rüberkommen. Kann man den Bären auch an den Fallschirm hängen? Ich glaube ja. Bin aber nicht sicher. Aber die Brücke. Morgen ist auch Stream. Morgen spielen wir weiter Metal Gear. Genau, und Sonntag ist Free Souls, da ist kein Stream leider. So, welcher Startpunkt ist näher? Der da hinten. Extraction arrived at Mother Base. Dann bubbeln wir uns mal dahin. Warum wir jetzt direkt zu diesem Startpunkt müssen? Ja gut, da wir die Mission halt starten, aber dass man da halt nicht frei reingehen kann von egal wo man ist, auch ein bisschen dumm. Aber gut, gucken wir mal, was passiert. Wir müssen da irgendwo rechts hoch. Die Frage ist, wo? Irgendwo da. Aber wo? Ich glaube, da rechts geht's an rein, ne? Vor der Brücke. Und da könnten wir dann, ja gut, hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann sind wir auch so gut wie da. So, was muss ich hier machen? Hingehen. Und dann? Ah, Karteninsel. Clever, dass ich jetzt eigentlich Episode 5 vor Episode 4 spiele. Das hätte ich jetzt gedacht, macht keinen Unterschied, aber anscheinend ja schon. Na gut, man lernt nie aus. Also Episode 4 haben wir nicht gespielt, die habt ihr nicht verpasst. Die haben wir, Soviet engineer is being held prisoner at the Wuxin Barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Wuxin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target.
Ist egal, wie ich die Episoden spiele. Gut, das ist schon mal die gute Nachricht. Boss, your target just happens to be the man who developed your prosthetic hand. And he's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Also ich würde nicht sagen, dass es 60 FPS sind. Also es fällt mir nicht so auf wie in Dark Souls 2 auf der PS4. Ich würde eher sagen, es sind konstante 30. So, da müssen wir hin. Und dann haben wir dort den Typen, den wir extrahieren müssen. Ja, dann gucken wir mal. Was war das eben, was du geraucht hast? Ich habe nicht geraucht, ich habe gedampft. Das ist eine elektronische Zigarette. E-Dampfe. Dampfmoped, wie wir es nennen. Statt rauchen. Ich habe 12 Jahre geraucht und wir vor über 3 Jahren mit dem Dampfen angefangen, statt rauchen. Es sind 60? Echt? Fühlt sich wie gesagt nicht so an. Ich sehe gar nichts. Das ist jetzt nicht so schön. Ja, geil. Hört dann nochmal auf. Ich will da jetzt nicht drauf zulaufen und weiß überhaupt nicht, was da ist. Dann stehe ich vor den Toren und dann kommt der Panzer. Also bei Dark Souls 2 habe ich die 60 FPS gemerkt. Die waren halt fast schon unrealistisch flüssig. Hier fällt es halt nicht auf. Ja, der Charakter bewegt sich sehr sanft. Es ist nicht ruckelig für mich oder so. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich das unbedingt sagen könnte. Wo sich es am meisten halt bemerkbar macht, ist halt in Rennspielen, meiner Meinung nach. Da sind schon mal 2 Notfälle, ne? Ja, markier doch mal! Also Framedrops hatten wir bis jetzt noch nicht, Kirby. Ah! Bär. Kommt ja einfach mal der Bär entlang, ist ja unfasslich. Lass mich in Ruhe, Bärenjagen tun wir später. That's the Waxin Barracks. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Oh, da haben wir schon mal den Lichtmachmann. Es wurde auch gestern gefragt, ob ich auf die Lampen schießen kann. Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ging in den vergangenen Teilen. Würde mich wundern, wenn es hier jetzt nicht ginge. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht. Oh, da ist einer. Ist keine. Ich würde sagen, dann ist der erste Mal hier der Lichtbursche, wa? Das heißt, wir gehen hier irgendwie runter, wenn das geht. Ja, wobei ist nicht schlimm, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Solange wie es englische Untertitel, deutsche Untertitel gibt, ist das völlig in Ordnung. Klar, gerade in der Hitze des Gefechts wäre es für mich einfacher, wenn es deutsch wäre. Weil gerade wenn man sich aufs Gameplay konzentriert und der redet dann just in dem Moment irgendwas Wichtiges in Englisch, da habe ich dann schon Probleme. Wenn ich mich halt nicht absolut auf das Englische konzentriere, dann verstehe ich es nicht so doll. Oh, der kegelt bis hierhin. Okay,
pegelt echt bis hierhin. Oh, das war eine. Da oben war auch noch einer. Frage ist, ob die sich gegenseitig decken. Könnte, muss nicht, weiß ich nicht. Da geht der Erste. Frage ist, hier kommen wir nicht weg, ne? Ne, 0%. Den müssen wir mal ganz kurz wegkarren. Und ab dafür. Das weiß ich alles noch nicht, Daddy. Wir hatten Sandstürme. Ob noch was anderes an Wetter kommt, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben vom Spiel 4-5 Stunden gesehen, 1-2%, also 2% wurde mir beim Einloggen eingezeigt. Wie gesagt, die ganzen Fragen kann ich halt noch nicht alle beantworten, weil wir noch nicht so viel gesehen haben. Das kommt mit der Zeit, denke ich mal. Wie gesagt, jetzt haben wir hier gerade Sunset, wie ihr seht. Sieht schon mal sehr geil aus. Ah, das Befragen. Jetzt können wir befragen. Danke, Spike, dass du das erwähnst. Du hast recht, das könnten wir auch mal machen. Spike, absolut recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ging ja am Anfang nicht, weil wir die Sprache nicht verstanden haben. Da hatte ich das ja direkt probiert. Und da kam nur böhmisches Kauderwelsch bei raus. Ja, der Ballon, Kirby, ich feiere den. Das ist das Geilste, Mann. Die geilste Idee. Im Endeffekt ist es halt dasselbe Spielprinzip. Sammel irgendwas für deine Basis, um sie zu verbessern. Aber halt mal so cool aufgemacht mit der Idee über diesen Fallschirm und diesen Geräuschen. Das ist wirklich eine Bombenidee gewesen. Ja, wobei, das Erzteufel ist halt das Problem bei GTA. Wenn ich mich aufs Fahren konzentrieren muss, kann ich nicht unten Untertitel lesen. Und die reden so schnell und so viel, dass ich nicht immer alles verstanden habe in GTA. Das war halt schade. Hier hat man die Möglichkeit, meistens sagt er was, wenn die Action vorbei ist. Und dann kann man halt unten nochmal parallel auf die Untertitel linsen. Das ging halt in GTA, gerade bei dem Autofahren, halt super schwer, fand ich. Was es halt zum Teil schwierig gemacht hat, jeden Dialog zu folgen. Für mich, weil ich halt nicht so der English-Hero bin. Ich kann sie nun endlich bestellen. Sie? Die Gummipuppe? Die sind zu zweit. Ich bin hier hoch. Ich hier hoch. Nein, hier komme ich nicht hoch. Ja, ja, klar. Mit dem Ballon, das werde ich die ganze Zeit machen, bis ich keinen mehr habe. Oder die Leute erschießen muss. Frage ist, ob die beiden dann nochmal weggehen. Oder ist auch noch einer? Was? Ja, und damit hat sich das Stealthy-Sein schon relativ schnell erledigt. Die Frage ist, wer hat mich denn jetzt gesehen? Alter, wer und warum?
War mir schon klar, Zweig. Lass mich doch mal Witzle machen. Red ja schon so wenig, da muss ich ja wenigstens mal versuchen, einen Witz zu machen. Ich will jetzt mal testen, ob die irgendwann auch wieder einfach zurückwechseln in den normalen Modus. Da ist der Agent. Okay, das ist nicht der Agent, das ist Wirs. Warum ist die Krähe jetzt markiert? Das weiß ich, Wright, mit dem weißen Lichtkranz. Ich habe nur nicht gecheckt, wer genau mich gesehen hat. Da ist Belzebub. Keine Ahnung, warum der so markiert war, mit diesem Splinter Cell Symbol. Der hatte ja dieses, ne, Splinter Cell Ding. Aber es scheint sich wieder zu beruhigen, das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, da wollte ich jetzt halt mal testen. Klar, wir hätten jetzt natürlich rumballern können wie bekloppt, aber wenn die sich halt wieder beruhigen, hat man halt die Chance, ohne großartig rumzuballern und ohne zu resetten, halt nochmal in diesen Stealthy-Modus zu kommen. Die Frage ist, wie lange das jetzt dauert. Die sind jetzt ja in diesem Wachmodus. Wir gucken uns hier erstmal nochmal die andere Seite an. Da ist aber nix und hier war irgendwo oben noch einer. Aber es war der von hinter mir, der mich gesehen hat. Also just der hier da irgendwo stand. Frag mich nicht wo. Muss ich irgendwo einen übersehen haben. Da hinten war irgendwo nämlich einer. Ah, gut, dass ich hochgegangen bin. Denn die sind jetzt unten. Geil, die verlassen einfach alle ihre Posten. Ich laufe gerade eigentlich zu völlig falsch markierten Zielen. Warum laufe ich hier hin? Ich bin dumm. Ich muss hier gar nicht hin. Ich muss einfach nur den Ingenieur finden und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Marker placed. Da oben. Lauf einfach komplett falsch. Ich glaube, ich muss noch richtiger Held. Die haben mich nicht gesehen. Wenn ich hier hochkommt, hätte ich würde doch gerne mal hier hoch wollen. Die haben mich nicht gesehen, die sind dumm. You have arrived at your destination. Wo denn? Nee, das sind einfach nur die Klamotten. Finden und retten sie den gefangenen Soldaten, aber ich weiß nicht wo. Das heißt, ich muss den erstmal suchen. Boah, die sind alle so verdammt schnell. Kapier,
hier nicht erwartet. Ja, Dimitri? Ab dafür! Dimitri einfach mal entführt. Fupp! Dimitri ist weg. Subject on board. Leave the rest to us. Ei, ei, ei. Wie bei mir, genau. Wolf Burrito. So ist es tatsächlich. Ich spiele eine Stunde immer Stealthy. Klappt auch einigermaßen. Und dann eskaliert's und dann gibt's die nächsten 10 Minuten 15 Tote. Und dann ist die Mission geschafft. Das endet bei mir immer so. Also Assassin Girl. Wolltest du nicht Leute befragen? Ja, ist gerade eskaliert. War keine Zeit zu befragen. Erst schießen, dann fragen. So, wo soll er jetzt aber mein Mobs-Kontaktmann sein? Weil ich, das habe ich ehrlich gesagt nicht gecheckt. Ich weiß nicht, hier wird er sein wahrscheinlich, ne? Was ist das? Snake, da bin ich, dann will Marker, da Marker, sein. Marker, 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 Marker removed. Ja, das heißt, hier irgendwo gehe ich von aus. So, das heißt, wir müssen uns hier weiter rumwubbeln. Klar, wenn ich einen finde zum Befragen, würde ich das auch gerne tun. Das gelingt mir noch nicht so. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Mad Max hier. Ja, auch du komm gut ins Bett. Und Sonntag ist kein Stream, nur so nebenbei. Morgen ist Stream, Tanja. Alter Schwede. Marketplace, genau. Der Marketplace. Ob jetzt hier noch, ob ich von oben weiter rumkomme und nicht unbedingt durch die Haupttür muss. Das weiß ich nicht, ob man hier oben vielleicht rumkommt. Was taktisch halt cleverer ist. Was? Durch? Halt morgen vielleicht, bin durch. Ach so, ja, wie auch immer. Komm gut ins Bett, Tanja, leg dich weg. Oder spiel noch ein bisschen selber. Ja, ich glaube, das ist die bessere Wahl. Nicht frontal durch das Haupttürchen zu gehen, sondern oben rum. Ah ja, das sieht besser aus. Ist noch einer.
Weil ich Diamant. Weiß halt nicht, was hier in diesen Baracken los ist. Ich glaube, das war nicht auf mich bezogen, Robin, sondern dass er, ach nee, mit leeren Eisteeflaschen, okay. Ja, aber rauchen tue ich tatsächlich nicht. Das ist von der Definition, verbrennt halt nichts, deswegen ist es... Ah, da sind auch noch Mopedmänner. Dampfen. Ja, die waren im Zweiergrupp. Aber egal. War ja eh nur als Peske gemeint, was Quantum geschrieben hat. Der Painless, danke fürs Follow. Ja, sorry, wenn ich halt hier noch im Moment ein bisschen wenig auf den Chat schaue. Schon mehr als gestern, aber die ersten Stunden im neuen Spiel sind halt immer fordernd. Man muss halt erstmal auf das Spiel klarkommen, auf die Steuerung. Ne, ihr wisst schon. Metal Gear Rising, Mergos? Nee, mochte ich gar nicht. Habe ich angespielt. Ich mochte es überhaupt nicht. Das hatte ja überhaupt nichts mit Metal Gear in dem Sinne zu tun, außer die Figuren. Das war ja mehr ein Action-Combat-Slasher und ich fand die Steuerung furchtbar. Also besser gesagt, die Kameraführung war furchtbar, weil die immer umgesprungen ist und nicht so, wie ich wollte. Deswegen, damit wurde ich überhaupt nicht warm. Alter, hier sind so verdammt viele Moped-Männer. Natürlich! Einfach mal im Vorbeihüpfen Fenster kaputt treten. Ja, komm noch ein Stückchen. Rum. Kommt aber nicht rum. Ich kann kriechen, ich weiß. Ist im Haus, ne? Runter. Ja, komm schon. Where are your friends? Okay. Spit it out. Kann man nichts machen, also nichts Sinnvolles. Und raus mit dir. Tschüss. You gotta extract him. Den Karton. Gut, ich kann jetzt nicht mit Karton da reinlaufen in die Sichtlinie. Das würden die sehen. Benny, sei gegrüßt.
Mir hat halt die Kameraführung absolut nicht gefallen. Aber anscheinend sehen die mich nicht. Es scheint zu gehen. Was ich jetzt nochmal testen muss, wenn er nicht mehr da ist fürs nächste Mal, ob ich mit der Betäubungsknarre da rausschießen kann. Ich will jetzt nicht drücken, nachher geht der Karton weg und ich bin enttarnt oder so. Aber es scheint halt zu gehen. So, kann ich... Nee, eben genau deswegen kann ich nicht. Ich springe nur raus und... Wie viel sollte eine gute E-Zigarette kosten? Das fängt bei rund 40 Euro für ein Doppelstarter-Set an und hört bei 200-300 Euro auf. Und wir haben ein 40-Euro-Set fürs Einstiegen. Fürs Einstiegen, ne? Weißt, was ich sagen will? Fürs Einsteigen ist völlig okay. Ich glaube, was ich jetzt hier so an Kombis benutze, kostet so zwischen 80 bis 120 Euro. Hoffe ich, dass ich den treffe. Ey, wenn ich den jetzt nicht treffe, drehe ich durch. Kann ich nicht. Ah, es zählt ja nur, wenn ich einen absoluten Kopfschuss habe, Mann. Lächerlich. Subject on board. Leave the rest to us. Ah, kann ich hier Waffen nachladen? Scheiße. Verdrückt. Nein. Nein. So, nachladen. Karton benutzen und nicht wegpacken. Das war dumm. Ich hab den dahinter nicht gesehen. Da ist nur Luis der Balken im Weg. Ah, so schön gedacht und so schlecht gemacht, Mann. Das war dumm. Der Balken war im Weg. Einfach die Treppe im Weg. Jetzt krieg ich ihn hier nicht raus.
mine too. Roger that. Dann noch den hier. Okay, hier vorne holen wir noch raus und extrahieren den auch. Können wir den nämlich auch noch extrahieren. Dann haben wir noch einen mehr. Hier in die Ecke. Und ab mit dir. Peking J, ich spiele eigentlich alles außer reine Shooter. Also kein Call of Duty, kein Battlefield, keine MMOs und keine MOBAs. Davon ab, wie gesagt, fast jeden AAA-Titel, Dark Souls, also From Software-Spiele wie Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls halt am liebsten. Aber die kommen ja halt nur alle paar Jahre raus und da ich nicht nur alle paar Jahre streamen will, streame ich mittlerweile fast alles Mainstreamige außer besagte Shooter. Bioshock ist okay, Metro Last Light ist okay. Nur halt, wie gesagt, nicht die reinen Shooter um des Shooterns willen und auch nicht Multiplayer, weil ich da dieses kein Aiming für habe und zu alt bin. Dave TV, dankeschön fürs Follow. Im Haus geht kein Fallschirm, du hast unten eine Prozentanzeige über den Fallschirm, wie viel Prozent wahrscheinlich es ist, dass er damit extrahiert wird und in den Häusern sitzt tatsächlich null. Wo war denn der, der mich gesehen hat? Da ist noch einer, den ich nicht markiert hatte. Hin. Ich weiß es nicht. Das war eine Glücksgranate, die er geschmissen hat, war nicht gezielt. Kann er mir nicht erzählen. Das kann er mir nicht erzählen. Was? Du sollst aufstehen und den hauen! Fass es nicht! Unglaublich. Kann ich noch was mitnehmen? Nein, hier ist nichts drin. War jetzt nur ein Test, ob der mich sieht. Normalerweise wäre ich da jetzt nicht. Ah, als Kiste reingegangen! Oh, da ist auch noch einer. Ja, ab mit dir. Von dir nachher. Ist ja unfasslich. Es waren nicht die drei von da hinten, es waren drei neue. Immer noch. Ah, jetzt weiß ich, was ihr mit Kim und Korn meintet. Muss ich aber auch jedes Mal nach dem Zielen wieder drücken, die Taste. Also der behält den Modus nicht bei. Ah, da ist noch einer. Bodenschuss! Okay, die drei von der Tankstelle haben wir erledigt. Er lebt noch. Wo denn?
Ja, Sniper ist für mich wirklich nur aus einer überlegenen Position draufschießen, wenn der Gegner nicht weiß, dass ich da bin. Wenn ich in Hektik bin, treffe ich mit dem Sniper halt nicht, weil ich dafür halt Aim-Zeit brauche. Boah, ich sehe ihn nicht. Oh, wir nähern uns. Wo denn? Bauplan erhalten. Irgendein Medi-Ding. Würde ich behaupten. Ich weiß nicht, was es war. Nimm's einfach mal mit. Wird schon irgendwas Sinnvolles sein. Immer noch welche. Das hört er überhaupt nicht auf. Rein. Hier war ich schon drin, ne? Bestimmt dreimal in dem Gebäude. Hier muss ich nochmal rein. Oder war ich hier drin? Ne, hier war ich drin. Gut. Na, viel hält Snake nicht aus. Also es ist... ist schon nicht ganz so shootrig. Ich spiel's halt nur so. Hammel! Ist ja gar nichts, das war echt kacke jetzt. Das war kacke. Ich hab gedacht, die sind drin. Aber waren sie nicht. Bis Granata weg ist. Aber kommen wir gerade gut ins Bett. Umgewubbelt. Nee. Das war, ich wollte in den Nahkampf gehen und habe ihn nicht getroffen. Ich Depp. Alter Schwede. Ich wollte den umwerfen, weißt du, so. Und bin irgendwie an ihm vorbeigesprungen. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Kein Plan. Nehmen wir mal alles mit hier, was nicht nied- und nagelfest ist. Einen Body Slam machen, ja. Keine Ahnung, irgendwas war da falsch. Prozent. Ja komm, probieren wir.
Extraction failed. Extraction failed. Kassette. Metall. Nehmen wir auch mit. Da ist unser Ziel. Guck mich nochmal um. Dass wir hier einigermaßen rauskommen. Gab halt hier auch wieder mehrere Möglichkeiten reinzukommen. Hier ist nix. Wir wären von hier ganz oben reingekommen. Gut zu wissen, also fürs nächste Mal. Relativ chillig sogar. Muss man natürlich echt wissen. So, die letzten beiden. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Oh. Hat geklappt. Also haben wir da nochmal welche extrahiert. So, uff, die Tür. So, den müssen wir jetzt, glaube ich, rauskauen, oder? Das ist das Ziel. Ja, aber Tanninger. Sekunde. Обычные протезы это скучно. Я специалист по бионике. Я создаю биомеханические единицы. Right. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fold them. Можно сказать. КП это злой один. Не протез. Бионическая рука. Это КП. Понял. За свою жизнь. Ты создал тысячи таких конечностей. Они использовались спросом даже в Кремле. Glaube ich einigermaßen richtig. Сделай гигантские руки для новой боевой платформы, они мне сказали. Я ведь инженер бионик. А они посадили меня сделать золотые игрушки. Я этого не вынес. И поэтому сбежал. Но они меня поймали. Теперь, может, меня ждет платье. Ты меня спас. Я готов тебя служить. Могу улучшить твою бионическую руку. Просто дай мне продолжить мою работу. Frage, wo wir den Hubschrauber hinholen. Wir müssen ihn ja noch extrahieren. Und dann gibt's Pause. Schon mal alles gut. Das klingt doch schon alles gut. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie noch runterkommen und alles wird viel guter. Was ich sagen wollte zu Tanninger. Das ist halt Kojima. Wer jetzt sich so ein Spiel kauft, dann musst du damit leben. Weil das ist im Endeffekt so, als wenn du einen Tarantino-Film guckst und sagst, das ist ja gar kein Liebesfilm. Das ist halt bei Hideo Kojima so, dass es halt abgedrehte Sequenzen gibt. So, jetzt möchte ich bitte ganz kurz noch meinen Hubschrauber rufen. Wie mache ich den denn da? Den Hubschrauber. Mission. Nachschubabwurf, Begleiter, Hubschrauber, Unterstützungshubschrauber anfordern. Treffen. Please select a landing zone. The support helicopter Roger. Requested. Der coole Gary, komm hier ins Bett und ich überlese dich nicht absichtlich, aber er ab und zu spiele ich und es sind viele Leute im Chat, da kann das halt schon mal sein. Wie gesagt, ich überlese niemanden absichtlich, aber wie gesagt, vermute mal, du bist nicht oft bei Twitch dabei, das ist leider so.
Manchmal liest man an einem Tag einen dreimal, am anderen Tag halt keinmal. Ist halt leider so. Ryan ist doch völlig in Ordnung. Wie gesagt, spiel erstmal. Wenn du halt solo spielst, wirst du sowieso schneller vorwärts kommen als ich. Wegen Stream ist immer langsamer als privat spielen. Doktor planlos, genau. Nee, es war halt gerade das letzte, was ich, als ich auf den Monitor geguckt habe, was ich halt im Chat gesehen habe. Und ihr seht's ja, dass ich halt, wenn ich dann rüber gucke, immer irgendeine Aussage versuche aufzugreifen. Und das war halt gerade so die letzte. Wo ist denn der Helikopter? Ich sehe hier gar nichts. Da. Doch, Pause, sobald das, Okay, jetzt hört auf, Mann. Das ist ein Scheiß. Mag jeden. So, haben wir Box, ja. Target extraction confirmed. Your objective is complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. So, jetzt müssen wir nur noch aus der Gefahrenzone. Welche Gefahrenzone? Genau, ich hasse alle gleich. Geht dann weg. Oh, fast nicht. Wo muss ich denn hin? Ah ja, da. Ich muss mal ganz kurz drehen und noch 2 Meter laufen. Exfiltrated hot zone. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Also mir macht's Spaß, Dark Aenor, auf jeden Fall. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch gerade weniger auf den Chat, weißt du, wenn das Spiel einen so richtig bei den Eiern packt, so, dann willst du halt spielen und in dem Moment guckst du dann halt eben weniger auf den Chat, sonst übersiehst du noch mehr. 49 Minuten, feindliche Alarme 3, 15.000 Abzug, aber wir haben immer noch 28.000 Gewinn. Ja gut, das ist jetzt nicht so geil, aber naja. Beziehungslevel zu meinem Pferd. Ich habe hier unten Beziehungs, das ist ja unglaublich. So. Pause, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das kann ja ruhig im Bild bleiben. Das Shirt ist nicht mit Sound. Gibt schon mal den Pause-Button. Wer jetzt gehen will, geht. Viertel.